Musikfestival und Kirche, das bringen vielleicht nicht alle direkt in Verbindung. Auf der einen Seite Party, Schlamm, lauter Bass, auf der anderen Besinnung, Ruhe, Tradition. In Essen zeigt sich nun aber, das geht durchaus zusammen auf eine ganz eigene Weise. Gospelchöre aus 24 Nationen sind in der Stadt, treten auf zahlreichen Bühnen auf, animieren zum Mitsingen. Das Ziel der Veranstalter: Glaube neu denken und Menschen verbinden. Ein Chor mit fast 5000 Mitgliedern. Zuerst Stimmenaufwärmen in der Grugerhalle in Essen am Morgen. Dann wird der erste Gospel-Song angestimmt. Gemeinsam singen heißt für sie Gänsehautmomente pur. Pure Lebensfreude, Spaß und ja, einfach gute Laune. Der riesige Chor ist das Highlight des internationalen Gospel-Kirchentags. Insgesamt treten hier 200 Chöre auf. Mit dabei auch der Schülerchor Peace Choir aus Essen. Wir haben uns Peace Choir genannt für dieses Projekt, weil ja auch die Kinder alle mitkriegen, was zurzeit in der Welt los ist. Und wir halt ein Zeichen setzen wollen für ein friedliches Miteinander. Offen, freundlich, laut, mit moderner Musik, so will sich die Kirche hier zeigen. Wir haben versucht, einen Stil zu finden, mit dem wir eben auch mehr in der Lebenswirklichkeit der Menschen heute sein können. Veranstaltet wird der Gospel-Kirchentag von der Stiftung Creative Kirche mit wechselnden Landeskirchen. Alle zwei Jahre ist er in einer anderen deutschen Stadt. Bis morgen können Besucher in Essen noch den Gospel-Vibe erleben.